Ja, Leute, der Audi RS6, das ist ein Auto, was uns als Firma ab seit vielen Jahren begleitet, was euch auf Social Media, unsere Kunden da draußen, glaube ich, über die Jahre sehr viel Freude bereitet hat. Aber jede gute Geschichte geht irgendwann mal zu Ende und nach der Geschichte folgt dann das Vermächtnis. Und deswegen haben wir uns entschieden, ein letztes Modell auf Basis des aktuellen RS6 für euch auf die Straße zu bringen. Und deswegen bin ich sehr stolz, ihn heute präsentieren zu dürfen. Leute, das hier ist der Abt RS6 Legacy Edition. Ja, Leute, ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie ich. Wir wollten natürlich bei diesem Auto nicht das Rad neu erfinden, sondern wirklich einen würdigen Abschluss finden. Wobei wir tatsächlich auch ein neues Rad drauf haben, zeige ich euch gleich. Aber ich glaube, jetzt gehen wir mal gemeinsam hier ein bisschen durch und schauen, was wir haben. Wir werden auch zum Vergleich ein bisschen einblenden, wie die Entwicklung über die Jahre war. Wir hatten ja den RS6R, wir hatten den RS6 Signature Edition und wir haben jetzt den RS6 Legacy Edition. Und auch der hat ein komplett neues Carbon Body Kit und, glaube ich, schon eine eigene Designsprache bekommen. Also wir arbeiten hier mit einer komplett neuen Carbon Frontschütze mit dem RS6 LE Logo vorne mit drauf, haben hier aus Carbon eine Umrandung für die Lufteinlässe geschaffen. Die sind auch wie beim Signature Edition wieder etwas größer, weil das einfach optimal ist für die Leistung, für die Kühlung. Sorgt dafür, dass wir noch länger wirklich volle Performance mit dem Auto liefern können. Wir haben den Frontschürzenaufsatz und haben dann ein Detail, das komplett neu ist. Und zwar zum allerersten Mal auch einen Fronthaubenaufsatz. Finde ich sehr, sehr geil. Alles aus Glanzcarbon, fügt sich mega ein. Vor allem so ein bisschen aus dem Seitenprofil liebe ich dieses Detail komplett. Gibt echt nochmal eine ganz andere Dynamik auf der Haube. Sehr, sehr geil. Damit ihr auch hier in der Front mal die Entwicklung über die Jahre seht, hier der Vergleich. Das ist unser RS6R, das der RS6 Signature Edition und das jetzt ist die Legacy Edition. Wir haben auch hier zwei Frontblades, die aber diesmal ein bisschen eingearbeitet sind in ein großes Blade. Also, glaube ich, ganz, ganz cool vom Design her. Und dann geht das Ganze schön über zum, wie schon angesprochenen, neuen Rad, zur neuen Felge. Auch die ist geschmiedet und ich würde sagen, wir zeigen euch mal die drei Stufen der Felge. Das war der RS6R, das war der RS6 Signature Edition und das ist jetzt unsere neue Felge hier mit drauf. Eins kann man zu der Felge sagen, sie ist auf jeden Fall die leichteste, das sieht man, ist ein sehr offenes Design, ist sehr performant. Ich finde es auch optisch wirklich sehr gelungen, also fügt sich sehr gut ein, zusammen natürlich auch mit einer ordentlichen Tiefe, die wir haben. Da haben wir wieder fahrwerkstechnisch zwei Komponenten. Hier haben wir zum einen die Gewindefahrwerksfedern verbaut und zum anderen die Sportstabis, also etwas, was wir auch über die Jahre immer verfeinert haben in der Abstimmung, um euch hier die perfekte Mischung aus optimalem Komfort für den Alltag, ich glaube, das braucht man mit dem Auto, und eben auch ordentlicher Performance zu bieten. Und ja, das hat sich sehr bewährt und ist natürlich auch hier wieder ordentlich mit verbaut. Dann haben wir unsere Rathausentlüftung mit drin und hier seht ihr schon, hier haben wir ein One-Off 200. Denn wir werden 200 Stück von diesem Modell zum Abschluss bauen und dann ist wirklich Schluss. Dann schauen wir mal, was als nächstes kommt. Aber so lange können wir noch Freude jetzt an dem Auto hier haben. Carbon-Spiegelkappen, ein komplett neuer Carbon-Seitenschweller. Gefällt mir sehr, sehr gut. Fügt sich mega ein, hat eine geile Form, eine sehr, sehr geile Designsprache. Ja, gibt dem Auto eben auch im Seitenprofil, glaube ich, in Kombination mit der Felge die nötige Aggressivität. Mag ich wirklich sehr. Dann schauen wir uns mal das Heck an und jetzt würde ich fast sagen, kommen wir wahrscheinlich zu meinem Lieblingsbereich an diesem Auto.
Denn was mag Daniel am liebsten? Richtig einen geilen Diffusor. Und ich glaube, das haben wir jetzt zum Abschluss nochmal ordentlich hier hingezaubert. Einen etwas nochmal markanteren Diffusor, der dann auch noch 4 von den 6 Finnen in Wagenfarbe lackiert hat. Dadurch heben die sich auch noch ein bisschen ab, geben dem Ganze noch eine schöne Designsprache, finde ich, etwas aggressiver als die Modelle zuvor. Aber sagt mir persönlich wirklich enorm zu. Ich lieb's komplett. Wir haben die Abgasanlage verbaut. 4-Rohr, das kennt ihr von uns, das ist gleich geblieben. Das ist auch ein Markenzeichen von uns, glaube ich, dass unsere Modelle das haben. Ja, somit glaube ich, dass wir hier unten auf jeden Fall ein sehr schönes Paket haben. Dann haben wir noch die Carbon-Zierleiste hier mit drin. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist so ein bisschen die Verbindung aus Diffusor in den oberen Teil, wo wir dann Elemente haben, die ihr schon kennt. Das ist tatsächlich übernommen, weil es einfach verdammt gut aussieht und man nicht alles immer zwingend neu erfinden muss. Und dann haben wir noch einen neuen Heckspoiler hier oben mit drauf gemacht. Und dann, glaube ich, ist dieses Heck in seiner Form wirklich mega. Und auch hier werden wir jetzt euch mal noch die Entwicklung über die Jahre zeigen. Das ist der RS6R. Das ist der RS6 Signature Edition. Und das ist der jetzige. Bevor wir uns jetzt noch den Innenraum anschauen, glaube ich, muss man sich den Heckteil und den Diffuserteil vielleicht mal noch ein bisschen von der Seite anschauen. Kommen wir am besten mal ein bisschen hier herum, weil dann sehen wir zum einen hier so kleine Designdetails, die sehr, sehr geil sind. Also hier haben wir nochmal 3 kleine Finnen mit angebracht und dann eben auch nochmal hier im hinteren Teil ein Blade, was wirklich so einen schönen Übergang schafft ins Heck hinein und natürlich auch das Heck im Gesamt schon nochmal ein bisschen breiter wirken lässt und nochmal aggressiver. Also ich bin absoluter Fan von diesem Heck. Ist sehr, sehr geil geworden. Und jetzt schauen wir mal, wie es innen aussieht. Auch den Innenraum haben wir natürlich wieder veredelt. Ihr habt schon gesehen, direkt mit Einstiegsbeleuchtung. Aber es sind viele Details verändert worden. Und wir haben das Konzept etwas auch verändert zu den Vorgängermodellen. Dort haben wir natürlich sehr, sehr viel mit Sichtcarbon gearbeitet. Jetzt haben wir uns dafür entschieden, bei dem Modell mal einen anderen Weg zu gehen und vor allem mit sehr viel Dynamika zu arbeiten. Wir haben ein neues Lenkrad, das ich euch gleich zeigen werde. Also es hebt sich schon ein bisschen ab. Es sieht definitiv anders aus. Ist auch wirklich sehr, sehr schön. Man sieht direkt Einstiegsleisten 1/200 und dann kommt einem schon hier die komplette Dynamika-Verkleidung entgegen. Die ist einmal am Einstieg und dann auch am Sitz. Das wirkt halt einfach viel, viel hochwertiger und gemütlicher, als das jetzt in der Serie der Fall ist. Auch die Türeinstiege, hier seht ihr das sehr, sehr schön, sind mit Dynamika überzogen, sodass man halt wirklich ein ganz anderes Bild hat, wenn man hier die Tür öffnet, wenn man ins Auto einsteigt. Und dann haben wir zum allerersten Mal auch ein komplett eigenes Lenkrad, das wir hier mit verbauen. Gibt uns die Möglichkeit, einfach das nochmal anzupassen in den Materialien. Wir haben hier schön eine 12-Uhr-Markierung mit drin. Wir haben hier nochmal 2 Sonete, die das Ganze schön farblich absetzen. Eine schöne rote Stickung jetzt in dem Fall mit drin. Also ich glaube, es ist ein sehr, sehr schönes Lenkrad. Und ehrlicherweise ist ja das auch das, wo man die meiste Zeit mit arbeitet. Also wenn sich das gut anfühlt, wenn das gut aussieht, glaube ich, ist das schon mal ein großer Pluspunkt. Ansonsten viele Details, die ihr wahrscheinlich auch schon von unseren Modellen kennt. Vom Schaltknopf bis hin zum Start-Stopp-Knopf. Einfach die üblichen Themen auch wieder versucht zu veredeln, noch ein bisschen hochwertiger zu machen, sodass man eben auch hier drin weiß, dass man in einem Abt-Auto sitzt. Mal abgesehen davon, dass es natürlich auch in den Sitzen steht. Dort ist das RS6 LE-Logo, das Abt-Logo in den Kopfstützen. Also es ist ein, ich würde was sagen, ein bisschen dezenterer Innenraum. Von außen ist das Auto ein bisschen lauter geworden, von innen fast ein bisschen dezenter. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Mischung insgesamt. Steht dem Auto gut und ja, natürlich fährt es auch geil. Und deswegen gehen wir jetzt mal auf die Straße. Ich glaube, die Legacy Edition ist wirklich ein krönender Abschluss einer Wahnsinnsgeschichte. Wie ich schon eingangs gesagt habe, ist der RS6 für uns als Firma wirklich sehr wichtig und hat schon, glaube ich, in den letzten Jahren auch viel bei uns
verändert. Wir haben natürlich versucht, als Firma auch zu wachsen, besser zu werden, noch bessere Produkte zu liefern, noch höhere Qualität, unsere Kunden glücklich zu machen. Die sind natürlich auch nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Und es ist wirklich vom, ich sag mal, Geschäftsmann bis hin zum Rapper, Fußballer, alles dabei gewesen in den letzten Jahren. Und es ist einfach sehr, sehr cool, diese Entwicklung zu sehen und das Standing und auch das Feedback, das wir natürlich auch bekommen. Wir wollen einfach, dass der Kunde bei uns sich wie zu Hause fühlt, als Teil der Abfamilie fühlt, diese Geschichte miterlebt. Und das ist echt der Kern von allem, was wir tun. Neben dem, dass wir natürlich versuchen, auch einfach ein geiles Auto zu bauen. Und natürlich kriegt auch der Legacy Edition wieder ein ordentliches Power-Upgrade mit unserer Power-R-Stufe auf 760 PS. Das ist möglich durch die Ladeluftkühler und neue Turbolader, die verbaut sind, in Kombination mit unserem Zusatzsteuergerät. Und dann hat man hier einfach ein Auto, das perfekt ist für den Alltag, perfekt für, wenn man mal richtig Gas geben will, für die Family, wenn man in den Skiurlaub fährt. Ich finde, dieses Auto ist einfach eine Kombination von den besten Sachen und einfach nach wie vor ein absolutes Highlight. Es macht so viel Spaß, hier drin zu sitzen, den Motor blubbern zu hören. Ich glaube, der V8, der wird uns wahrscheinlich nicht mehr so lange bleiben. Das ist höchstwahrscheinlich ja das letzte Mal, dass wir das in dieser Form erleben dürfen. Aber ich finde es einfach nur geil und hoffe natürlich, dass ihr, wenn ihr das Auto seht oder wenn ihr es fahrt oder kauft, einfach ganz viel Freude damit habt und es genießen könnt. Und ja, jetzt fahre ich in die Nacht, gebe noch richtig Gas und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein!